Am 2. Juli 1900 stieg das erste Stahlluftschiff des Luftschiffpioniers Ferdinand Graf von Zeppelin bei Friedrichshafen auf. 119 Giganten der Lüfte wurden während der großen Luftschiff-Ära von 1900 bis 1938 gebaut. Der Glaube an die Wiedergeburt der Zeppeline ging in Friedrichshafen am Bodensee nie ganz verloren. Mit Gründung der Zeppelin Luftschifftechnik GmbH wurden 1993 zuverlässige Erfahrungswerte aus der glanzvollen Zeit der Luftschiffe mit aktuellen hochtechnologischen Methoden kombiniert. Drei 200 PS starke Luftfahrtmotoren treiben das Luftschiff an. Die Triebwerke sind an der innenliegenden Tragstruktur befestigt, genau dort, wo sie eine hohe Wirksamkeit entfalten, seitlich und am Heck. Durch den großen Abstand zur Kabine wird der Flugkomfort nicht durch Propellerlärm und Vibrationen gestört. Herzlich willkommen an Bord. Nehmen Sie Platz und schneiden Sie sich auch gleich an. Ja, ein guter Blick. Kann man da hin? Nee. Wenn ich fahren kriege, kann man das innovative Antriebskonzept mit vollelektronischer Flugsteuerung, schwenkbaren Propellern und modernster Avionik erlaubt Flugmanöver, wie sie sonst nur von Helikoptern durchgeführt werden können. Senkrechte Starts und Landungen sind ebenso möglich wie das positionsgenaue Schweben in der Luft oder das Drehen um die eigene Hochachse. Der Zeppelin NT, NT steht übrigens für neue Technologie, fliegt ruhig und vibrationsarm. Das macht ihn zum idealen Fluggerät für spezielle Missionen mit sensibler Mess- und Übertragungstechnik. Durch seine herausragenden Flugeigenschaften und seine optimale Manöverfähigkeit ist er die ideale Plattform für Langzeitüberwachungs- und Beobachtungseinsätze. Damit hat er sich als fliegendes Labor in der wissenschaftlichen Forschung erfolgreich etabliert. Können Sie auch mit so einem Autopiloten fliegen? Gibt es sowas auch? Autopilot haben wir nicht, ich muss die ganze Zeit steuern. Der Zeppelin NT ist übrigens etwas länger als eine Boeing 747 und man kann sogar das Fenster aufmachen. Der Zeppelin NT hat übrigens keine Gewichte, mit denen er seine Flughöhe reguliert. Will der Zeppelin landen, drückt er sich mit Hilfe seiner schwenkbaren Motoren nach unten. Beim Zeppelin gilt übrigens nicht die Regel, erst alle aussteigen lassen, dann selbst einsteigen. Damit der Zeppelin ungefähr auf derselben Höhe schweben bleibt, steigen immer zuerst zwei Leute aus, dann steigen wieder zwei Leute ein. Das wird so lange wiederholt, bis einmal durchgetauscht ist. Auf Wiedersehen, tschüss, Wiederschauen. Vielen Dank, Wiederschauen. Danke, Wiederschauen.